Wir sind hier an einer Bar und ich habe gehört, dieser Mann war auf der Suche nach einem Stuntman. Und jetzt bin ich da. Jo, wir brauchen noch jemanden, der die Toilette sauber macht. Nicht nur saufen, musst du heute mal ein bisschen mehr machen. So Toilette sauber machen, ist das schon was für dich? Kennst du das? Habe ich bei Promi Big Brother gemacht. Ja, du trinkst heute, oder? Nee, ich bin mit dem Auto da. Aha. Hast du einen Führerschein? Ja. Hast du einen Führerschein? Ich trinke heute. Okay, das freut mich. Was jetzt passiert, mein Lieber? Die Zigarre wird angehauen. Selbst in einer lebensfeindlichen Umgebung wie dieser hat das Wüstenschwein ein Zuhause gefunden. Ladies and Gentlemen, wir sind bei einem sehr, sehr geilen Videodreh mit Katja zu dem Song. Drehen One Night Stands. Ich meine, man kennt ganz gut die One Night Stands und jetzt drehen wir ein Musikvideo dazu. Und deswegen bin ich hier, oder? Weil das passt perfekt zu mir. Du bist hier, um Zigarre zu rauchen, dein Leben zu genießen. Finch ist eigentlich leidenschaftlicher Champagnertrinker. Das wussten viele nicht. Es ist immer so ein bisschen Fassade, ne? Hier. Das Ostding ist ja alles eine Fassade, ja. Guck mal, also ich habe ja auch so eine Community, die legen immer sehr viel Wert auf erfolgreiche Persönlichkeiten wie dich. Kannst du vielleicht mal irgendwas in die Kamera so, vor allem an die Jugendlichen, worauf sollten die achten? Das Wichtigste ist eigentlich das Einkommen. Wie viel verdienst du? Also ich sag mal so, wenn du unter 300.000 im Jahr verdienst, dann also mit solchen Leuten sollte man halt nicht abhängen, bin ich der Meinung. Das sehe ich genauso. Habe ich damals alles aufgekauft von den Ossis. Und da haben wir das Ding damals gekauft für 30.000 Mark waren das noch. Mhm. Vor 2 Wochen haben wir das Ding verkauft, 2,5 Trillionen. Trillion. Wie kommt diese Zahl zusammen? Guck mal, bei auf dem Planeten leben 8 Millionen Menschen. 8 Millionen. Ja. Hallo meine Kebabs, ich bin hier mit einer absoluten Legende. Moin meine Kebabs, heute ist endlich wieder Dönerstag. Hey Skashi, die wahre Legende. Hier am ganzen Set ist Dennis Skashi, der einzige Star. Wir sind alles Darsteller, wir sind alles NPCs. Ja. Dennis Skashi ist der Star. Ey, ich würde mit dir gerne meinen Döner essen. Ja. Hast du einen in der Westentasche dabei? Wir beide sind heute nüchtern. Einer lügt. Ich sauf viel und esse echt beschissen. Tu mir einen Gefallen, verhüte nicht. Du musst Nachwuchs zeugen. So ein geiler Typ wie du. Digga, du musst die Welt bestäuben. Ey, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ich bin so baff von deinen Worten. Ich bin kurz davor, dich einzuladen, dass wir kurz aufs Klo gehen. Hast du was dabei? Wo sind denn die Frauen? Ja, wollten wir dir noch erzählen. Jetzt wurde denn nichts. Die haben gehört, dass du kommst und dann meinten sie so, Ron, im Video, sind ja schon Sachen passiert damals. Da ist nie was passiert. Die Mädels kommen gleich. Ganz viele Mädels kommen für dich, extra Mädels. Finde ich gut. Schmeiß die Cookies durch den Club und schreit. Oh, oh. Echte Scheine fliegen ein bisschen besser. Habe auch schon wieder viel zu viel gemacht heute. Ich bin kurz vorm Burnout. Ey, Pamela Reif ist die heißeste Frau der Welt. Don, wir machen das jetzt tatsächlich so, hat dass dir jemand schon mal heute gesagt, nice Schwanz, Bro. Heute nicht. Wir würden hier so ein bisschen Geld und du fegst die einfach so zusammen. Das ist quasi so wie so ein letzter Schuss und dann wird die Kamera auf dich zukommen. Ja. Und du schaust hoch und zwinkerst du in die Kamera. Oder sag einfach, Krieg nice schön, Schwanz, ja. Bro. Fertig, Diggi, hab ich super gerne gemacht. 50.000, ne, die kannst du mir einfach dann so geben. Ja, Leute, das war Finch. Ey, das war Ron. Und Finch. Und Ron. Finch und Ron. Nicht Ron und Finch, Finch und Ron. Finch und ich haben uns darüber hinaus auch nochmal demnächst auf ein Tennismatch verabredet. Essen, wir gehen essen. Buffet. Wir gehen essen. Buffet. 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 So, Leute, es ist Freitagabend. Ja, wir sind in Berlin. Und ich biege hier gerade Richtung Bellucci ab. Ja. Ich gehe jetzt mal ganz kurz in den Kiosk, hol mir eine Zeitung. Mal gucken, was so Freitagabends in Berlin abgeht. Berliner Zeitung. Ihre Berliner Morgenpost. Ihr Alltagsbegleiter mit dem Wichtigsten aus Berlin, Deutschland und der Welt.